Janis-Peter, heute den Tag zu Beginn mit in die Gruppe gesprungen. War das jetzt auch möglich, weil ihr taktisch ein bisschen anders aufgestellt wart als die vergangenen Tage? Ja, wir hatten ja nichts mehr zu verlieren, weil wir jetzt niemanden in der Gesamtwertung hatten, für den wir irgendwie fahren müssen oder gezwungenermaßen in Position fahren müssen. Aber ja, es war ging die ersten 15 Kilometer nur berghoch und es war klar, dass oben dann die Stärksten nur drüber fahren. Aber dass wir dann so schnell nur noch so wenig sind, das hätte ich nicht gedacht. Und dann ging halt das Gesprenge los und dann hat es bei mir zum Glück geklappt, dann am Ende in der Gruppe zu sitzen. Die haben uns leider nicht fahren lassen, nie mehr wie eine Minute gegeben und dann hat es sich nochmal zerteilt, aber war trotzdem, denke ich, ganz okay. Ihr hattet hier mit Simon Geschke den Papa vom Team mit dabei. Wie war das mit ihm in der Mannschaft? Ja, natürlich ziemlich cool. Ist ein sympathischer Typ. Hätte sich wahrscheinlich gestern auch selber ein bisschen mehr erhofft, aber man ist, wie es ist. Man kann nicht immer gut fahren und können trotzdem zufrieden sein, denke ich. Ihr hattet ja als Nationalmannschaft schon die Idee, mit Simon möglichst weit vorne reinzufahren. Was hast du da jetzt auch mitgenommen, gerade in dieser Rolle, was ja für dich jetzt nicht alltäglich ist sonst? Ja, für so einen Fahrer dann einen Job zu machen, ist natürlich auch, macht auf der einen Seite Spaß oder man fühlt sich dann auch geehrt. Und natürlich haben wir versucht, ihn gestern so vorne wie möglich reinzufahren. Und dann muss man halt gucken, wie weit man kommt. Was hast du mitgenommen hier an Stimmung aufgesogen, vielleicht auch an der Strecke? War es für dich schon was Besonderes hier bei der Deutschlandtour? Ja, auf alle Fälle, weil ich bin ja in Weimar ging es los. Da in Erfurt war ich auf der Sportschule und dann jetzt in meine neue Heimat nach Freiburg. Es war wie so eine Überfahrt. Und die Stimmung gestern und heute war natürlich bombastisch. Dankeschön.